Ja, sehr geehrte Damen und Herren aus den verschiedenen Bereichen des Bildungswerkes der theologischen Kurse des katholischen Familienverbandes und der katholischen Akademie und einfach Interessenten, die Sie den Weg heute Abend hierher gefunden haben, trotz des schlechten Wetters. Danke für diese gute Kooperation. Das ist ein Zeichen, dass die Kirche sich bewegt. Man bewegt sich aufeinander zu, man macht sogar Veranstaltungen gemeinsam. Das ist zwar nicht etwas absolut Neues, aber es ist schön, dass über das Thema Familie die verschiedenen Gruppierungen in unserer Diözese auch so gut zusammenarbeiten. Papst Franziskus hat in dem kurzen Pontifikat, seinen 3 Jahren, 3 ganz gewichtige Dokumente uns geschenkt. Das erste war Evangelii Gaudium, ein unglaublich starkes Dokument, das auch ein nachsynodales Schreiben war, denn es war die Auswertung, wenn man so will, der vorliegenden Synode über Evangelisierung, die noch unter Papst Benedikt stattgefunden hat. Apostolische Schreiben über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute. Aber unter dem Zeichen des neuen Pontifikats war es natürlich auch, und so wurde es wahrgenommen und wird es auch weiterhin wahrgenommen, in gewisser Weise die Programmschrift von Papst Franziskus. Das zweite große Schreiben ist die Umweltenzyklika Laudato Si, die in Österreich noch zu wenig beachtet ist, weltweit ein großes Echo gehabt hat, fast, möchte ich sagen, mehr außerhalb der Kirche als in der Kirche. Es ist sicher das stärkste Dokument von kirchlicher Seite über die ganze Frage der Ökologie, der Human- und Naturökologie, wenn man so sagen kann, die Umweltenzyklika des Papstes. Und schließlich jetzt Amoris Laetitia, die Freude der Liebe. Und um dieses Dokument geht es heute Abend. Ich freue mich, dass Sie alle ein Exemplar in der Hand haben. Das ist wunderbar. Da kann ich nämlich in der Methode arbeiten heute mit Ihnen, in der ich als Professor immer gearbeitet habe. Das heißt, ich wollte, dass die Studierenden die Texte zur Hand haben und dass man auf Textbasis arbeiten kann. Das erfüllt auch sehr gut die alte ironische Definition der Vorlesung an der Universität. Sie kennen sie sicher. Alle lesen, warum liest einer laut? Ja. Also ich werde gelegentlich auch laut lesen, aber wenn Ihnen mein Geschwätz nicht passt, lesen Sie einfach selbstständig in Amoris Laetitia. Es ist ein Vergnügen. Mir hat ein Wiener Religionslehrer in einer höheren technischen Schule, ist er Religionslehrer, gesagt, das ist das erste päpstliche Dokument, das ich mit meinen 15-jährigen Schülern lesen kann. Und es ist wirklich leserlich geschrieben und zugänglich für, ich glaube, für alle. Papst Franziskus ist ein Revolutionär, ja, aber macht er einen Bruch mit dem, was er in Amoris Laetitia lehrt, schreibt und lehrt, oder steht er in Kontinuität? Das ist die Frage, Magister Lesacher hat es schon angesprochen, die Frage, die doch nicht wenige Katholiken vor allem bewegt, ist das, was Papst Franziskus in Amoris Laetitia schreibt, ein Bruch gegenüber
der bisherigen Lehre der Kirche, der Päpste? Oder ist es in Kontinuität? Papst Benedikt hat sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt, als Papst, grundsätzlich mit der Frage, Bruch oder Kontinuität? Ist das Zweite Vatikanum bereits ein Bruch gewesen? Das sagten nach dem Konzil nicht wenige, weil sie den Eindruck hatten, das Konzil lehrt Dinge, die nicht so in der Tradition zu finden waren. Etwa die Bewegung von Erzbischof Lefebvre, die dann zu einem tatsächlich zu einer Spaltung geführt hat, hatte diese Sicht. Papst Benedikt hat in einer ganz bedeutenden Ansprache im Dezember 2005 von der Hermeneutik der Kontinuität, der Erneuerung in der Kontinuität gesprochen. Das heißt, die Lehre der Kirche entwickelt sich, aber sie entwickelt sich organisch. Sie wird weiter geschrieben. Warum? Weil die Zeiten sich ändern, weil die Lebenssituationen der Menschen sich ändern. Der Glaube ändert sich nicht, aber die Form der Darlegung des Glaubens und die Erfahrungen, die mit dem Glauben gemacht werden, ändern sich, weil die Zeiten sich ändern. Wir leben heute in einer anderen Situation von Ehe und Familie als im 19. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert hat man andere Ehe- und Familiensituationen gehabt als etwa im 13. Jahrhundert. Schlagen Sie einfach einmal auf, irgendeinen Text, zum Beispiel die Nummer 1. Fangen wir einfach vorne an mit der Nummer 1. Da steht schon etwas ganz Wichtiges. Wir werden also jetzt immer wieder in den Text hineinschauen. Lasst uns blättern, war die Devise nach dem Konzil bei der Liturgiereform, wo man immer gesucht hat, wo sind wir jetzt? Also ich werde Ihnen immer die Nummer ansagen, nicht die Seite, sondern die Nummer, in die wir hineinschauen. Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche. Das ist natürlich eine Anspielung an Gaudium et Spes, die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums. Gaudium et Spes, Hoffnung, Freude und Hoffnung der Kirche, der Menschen ist auch die Freude und Hoffnung der Kirche. So haben die Synodenväter darauf hingewiesen, dass trotz der vielen Anzeichen einer Krise der Ehe, vor allem unter den Jugendlichen der Wunsch nach einer Familie lebendig bleibt. Dies bestärkt die Kirche. Als Antwort auf diese Sehnsucht ist die christliche Verkündigung über die Familie wirklich eine frohe Botschaft. Ist es eine frohe Botschaft? Oder ist es eine unerreichbare, ein Ideal, das weit über den Köpfen, weit über den Erfahrungen der Menschen schwebt? Ich schlage Ihnen vor, lesen wir einfach einmal ganz am Schluss. Das ist anders wie bei einem Krimi, man darf auch am Schluss lesen, ohne dass einem und zwar schlage ich Ihnen vor, dass wir die Nummer 320 lesen. Es gibt mehrere solche ähnliche Stellen, aber die ist mir besonders aufgefallen. Die hinten jetzt noch kommen, Professor Matzal zum Beispiel, kann durchaus in der ersten Reihe sitzen. Es ist noch Platz hier vorne, dann kann ich ihn auch besser beobachten. Bitte, komm nach vorne. Es ist noch Platz. Von einer Lehrveranstaltung zur anderen. Ja, sehr gut. Nehmen wir die Nummer 320. Es gibt einen Punkt, an dem die Liebe des Paares seine größte Befreiung erlangt und zu einem Raum heilsamer Autonomie wird.
wenn jeder entdeckt, dass der andere nicht sein Eigentum ist, sondern einen viel bedeutenderen Besitzer hat, nämlich seinen eigenen Herrn. Niemand anderes kann beanspruchen, Besitz zu ergreifen vom innersten und geheimsten persönlichen Bereich des geliebten Menschen. Und nur er kann das Zentrum seines Lebens einnehmen. Ein Platz ist noch vorne. Es ist meiner, aber ich gebe ihn gerne her. Kriegt den ersten Platz. Die Letzten werden die Ersten sein, heißt es ja eben. Gut. Niemand kann diesen Platz einnehmen, auch nicht der eigene Ehepartner. Zugleich bewirkt der Grundsatz eines geistlichen Realismus, dass der Ehepartner nicht mehr den Anspruch erhebt, dass der andere seine Bedürfnisse vollkommen befriedigt. Und dann sagt er etwas Interessantes, da zitiert er einen Protestanten. In einem katholischen Dokument wird ein Protestant zitiert. Es ist notwendig, dass der geistliche Weg jedes Einzelnen ihm hilft, wie Dietrich Bonhoeffer es gut ausdrückt, eine gewisse Enttäuschung über den anderen zu erfahren, es aufzugeben, von diesem Menschen das zu erwarten, was allein der liebe Gott, der Liebe Gottes eigen ist. Das erfordert einen inneren Verzicht. Der ausschließliche Raum, den jeder der Ehepartner seinem einsamen Umgang mit Gott vorbehält, erlaubt nicht nur, die Verwundungen des Zusammenlebens zu heilen, sondern ermöglicht auch, in der Liebe Gottes den Sinn des eigenen Lebens zu finden. Wir müssen jeden Tag das Handeln des Heiligen Geistes erflehen, damit diese innere Freiheit möglich ist. Sie spüren schon in diesem Text zugleich einen großen Realismus. Man kann nicht vom anderen, vom Partner erwarten, dass er der liebe Gott ist. Dass das auch eine Enttäuschung impliziert, eine heilsame Enttäuschung und gleichzeitig eine Befreiung, weil man den anderen als den nehmen kann, der er ist. Auch ein Mensch. Ja, jetzt werden Sie sich fragen, was kann der Kardinal uns schon über die Ehe sagen? Was kann ein unverheirateter Papst uns über die Ehe sagen? Probieren wir es. Schauen wir hinein. Ich schlage Ihnen vor, dass wir die Nummer 35 uns anschauen. Wie Sie wissen, hat der Text 9 Kapitel. Die meisten haben sich sofort auf das 8. Kapitel gestürzt. Ich gestehe, ich habe es auch getan. Als ich vom Papst den Auftrag bekam, dieses Dokument in Rom der Presse vorzustellen, war natürlich meine theologische Kuriosität oder pastorale Neugier, was sagt er zu den berühmten, schwierigen Fällen? Ja. Wir werden darauf zurückkommen, aber ich tue Ihnen jetzt das an, dass ich davon nicht am Anfang spreche, sondern über das, was Papst Franziskus am Anfang vom 4. Kapitel sagt, und jetzt reden wir über die Liebe. Jetzt reden wir über die Liebe. 35. Als Christen dürfen wir nicht darauf verzichten, uns zugunsten der Ehe zu äußern, nur um dem heutigen Empfinden nicht zu widersprechen, um in Mode zu sein oder aus Minderwertigkeitsgefühlen angesichts des moralischen und menschlichen Niedergangs. Wir würden der Welt Werte vorenthalten, die wir beisteuern können und müssen. Das heißt im Klartext, wir dürfen nicht verschweigen, was die Vision
der christlichen Ehe ist. Oder wie er anderswo sagt, der Traum Gottes. Der Traum Gottes. In der Nummer 321 ist das. Aber jetzt uns nicht blättern, ja? Jetzt zuhören, lesen. Ja? Wir dürfen nicht verzichten auf die klare Lehre der Kirche. Das sagt er immer wieder. Es stimmt, fügt er hinzu, es stimmt, dass es keinen Sinn hat, bei einer rhetorischen Anprangerung der aktuellen Übel stehen zu bleiben, als könnten wir dadurch etwas ändern. Ebenso wenig dient es, mit der Macht der Autorität Regeln durchsetzen zu wollen. Zu glauben, wenn wir nur oft genug die Regel wiederholen, dann wird schon alles funktionieren. Das tut's nicht. Und es hilft nicht, endlos zu lamentieren über die Schlechtigkeit unserer Zeit. Franz von Sales hat gesagt, man fängt mehr Fliegen mit einem Tropfen Honig als mit einem ganzen Fass Essig. Ja. Und das große Anliegen von Papst Franziskus ist, er ist natürlich Pädagoge, durch und durch, als Jesuit, hat auch viel unterrichtet, war in der Erziehung tätig, ist das Motivieren. Das sagt er gleich weiter. Uns kommt ein verantwortungsvoller und großherziger Einsatz zu, der darin besteht, die Gründe und die Motivationen aufzuzeigen, sich für die Ehe und die Familie zu entscheiden, sodass die Menschen eher bereit sind, auf die Gnade zu antworten, die Gott ihnen anbietet. Auch das ist ein konstantes Motiv des ganzen Schreibens, Vertrauen auf die Gnade. Motivieren. Gründe nennen. Warum soll man heiraten? Wir kommen auf so einen Text, wo er das sehr schön zeigt. Warum soll man eigentlich heiraten? Was hat er für Argumente dafür? In der Nummer 36 lädt er uns ein, und das ist sehr typisch für Papst Franziskus, aber steht durchaus in der Linie von Johannes Paul und Benedikt, Selbstkritik der Kirche. Schauen wir mal hin, was wir falsch gemacht haben. In der Nummer 36. Wir müssen demütig und realistisch anerkennen, dass unsere Weise, die christlichen Überzeugungen zu vermitteln und die Art, die Menschen zu behandeln, manchmal dazu beigetragen haben, das zu provozieren, was wir heute beklagen. Das ist ein klares Wort. Daher sollte unsere Reaktion eine heilsame Selbstkritik sein. Andererseits haben wir häufig die Ehe so präsentiert, dass ihr Vereinigungszweck, nämlich die Berufung, in der Liebe zu wachsen und das Ideal der gegenseitigen Hilfe, überlagert wurde durch eine fast ausschließliche Betonung der Aufgabe der Fortpflanzung. Die Älteren unter Ihnen, zu denen ich gehöre, erinnern sich diese heftigen Debatten in der katholischen Kirche über die Ehezwecke. Kannte ihn persönlich nicht mehr, ein Moraltheologe Krempel mit Namen, der verurteilt wurde in Rom, weil er gewagt hat, die Liebe als ersten Ehezweck zu formulieren und die Nachkommenschaft als zweiten Ehezweck. Das Zweite Vatikanum hat das dann gelehrt. Ja. Dass zumindest beide Ehezwecke wirklich gleichwertig zu sehen sind. Auch haben wir die Neuvermählten in diesen ersten Jahren nicht immer gut begleitet. Etwa mit Angeboten, die auf ihre Zeitpläne, ihren Sprachgebrauch und ihre wirklich konkreten Sorgen eingehen. Das ist ein großes Anliegen dieses Schreibens, die Begleitung in den ersten Ehejahren. Wir sprechen viel über Ehevorbereitung, aber Begleitung in den ersten Jahren, ausführlich behandelt.
Andere Male haben wir ein allzu abstraktes theologisches Ideal der Ehe vorgestellt, das fast künstlich konstruiert und weit von der konkreten Situation und den tatsächlichen Möglichkeiten der realen Familien entfernt ist. Le famiglie tale come sono, schreibt er im Italienischen, tale come sono, so wie sie sind. Und da haben wir eine interessante Erfahrung auf der Synode gemacht. In der 14er Synode, der ersten Synode, Papst wollte ja, dass das ein Prozess ist. Ich glaube, es war eine geniale Intuition, das braucht Zeit. Zuerst gab es diese Versammlung der Kardinäle, dann gab es zuerst die Befragung der ganzen Weltkirche, ja, auch ein Novum. Ja. Und dann das Konsistorium der Kardinäle mit der Rede vom Kardinal Kasper und dann die erste Synode, außerordentliche Synode, die noch sehr steif war, sehr kontrovers, auch noch viel von Parteiungen gezeichnet. Die zweite Synode, 15, letzten Herbst, letzten Oktober, jetzt vor einem Jahr, da war schon so viel geschehen an Hinhören. Dieses Hinschauen auf die konkreten Situationen. Und dann geschah Folgendes, bei der Synode letzten Oktober haben einige Sprachgruppen der Bischöfe, die Sprachzirkel, die Circuli Minoris, beschlossen, ihre Arbeit damit zu beginnen, dass sie einmal zuerst von der eigenen Familie erzählt haben. Auch Bischöfe haben Eltern, haben sehr oft Geschwister, Neffen, Nichten, Cousins, Tanten und so weiter. Auch Bischöfe gehören zu einer Familie. Und sie haben begonnen zu erzählen, wie schaut es eigentlich in meiner eigenen Familie aus. Und plötzlich war man in einer ganz anderen Sprachebene. Mit einem Bischof lange spazieren gegangen und haben und die Sorge, also der Papst weicht die Lehre auf. Und dann habe ich ihn gefragt, wie geht es dir eigentlich in der eigenen Familie? Er sagt, oh, um Gottes Willen. Meine drei Geschwister haben alle Muslime geheiratet. Das war ein europäischer Bischof. Ja. Haben alle drei Muslime geheiratet. Ja. Und die Neffen und Nichten leben zusammen. Ja. Und dann hat er mir erzählt, und das ist eben bezeichnend auch für den Weg, den der Papst versucht, uns zu führen, nicht vom Ideal, von der Lehre Abstriche zu machen, sondern hinzuschauen, zuerst hinschauen. Hat der Bischof mir erzählt, ein Neffe von ihm, der lebt also mit seiner Freundin zusammen, und jetzt, er hat schon immer überlegt, muss er dem eigentlich sagen, du, das geht nicht, das darfst du eigentlich nicht. Und jetzt vor kurzem, sagt er, kamen die beiden zu mir und sagen, Onkel, irgendwie spüren wir, dass uns noch etwas fehlt. Könntest du uns vorbereiten auf die Ehe? Und dann hat er selber gesagt, wäre ich ihnen reingefahren, ja, dann wären sie wahrscheinlich nicht gekommen. Er hat das getan, was der Papst in vier Stichworten zusammenfasst. Und das sind die Schlüsselworte seines pastoralen Verständnisses. Das sind im Grunde die ganz elementaren, jeder gesunden Pastoral. Accogliere, accompagnare, integrare, discernere. Ich übersetze vielleicht doch auf Deutsch. Accogliere. Annehmen, zuerst einmal annehmen. Tale come sono, so wie halt die Situation ist. Wo die Menschen stehen, wo ihre Geschichte ist. Oder wie er später einmal sagt, sich einlassen auf das Drama des menschlichen Lebens. Sich einlassen auf das Drama des menschlichen Lebens und in diesem menschlichen Leben die Spuren des Handelns Gottes suchen. Denn Gott ist mit jedem unterwegs. Und
das Hinschauen auf das, was Gott im Leben jedes Einzelnen und jeder Beziehung, jeder Partnerschaft wirkt, das ist auch der Punkt, wo dann angesetzt werden kann, um weiterzugehen. Den nächsten Schritt. Deshalb accompagnare, begleiten. Die erste Begegnung mit Papst Franziskus war unser Ad Limina-Besuch in Rom für die österreichischen Bischöfe. Und dann hat er uns gesagt, accompagnare, non giudicare. Nicht urteilen, sondern begleiten. Das heißt nicht, dass alles wurscht ist, dass alles gleich ist, aber nicht als erstes den anderen in ein Kastel stecken, sondern zuerst schauen, was ist das Werk Gottes in diesem Leben? Wo stehen sie? Auf welchem Weg sind sie? Deshalb das dritte Wort, integrare, einbeziehen. Das ist ein großes Anliegen, einbeziehen. Das christliche Leben ist nicht ein Ausschließen, sondern ein Einbeziehen. Natürlich gibt es die Situationen, es gibt diese Randsituationen, auch wo das Wort Ausschluss seinen Platz hat. Wir wissen es bei Paulus und letztlich auch bei Jesus selber. Aber das Normale ist integrare, integrieren. Und schließlich, und das werden wir im 8. Kapitel sehen, das Schwierigste und das Wichtigste, die Schärnere, unterscheiden. Unterscheiden. Aber liebe Ehepaare, die sie selber Kinder haben, sie wissen, was das heißt im Leben. Natürlich müssen sie unterscheiden. Sie müssen hinschauen. Sie müssen nicht nur hinschauen, schauen, wo steht mein Kind, wo ist es jetzt, ja, was ist seine Situation, was tut sich in ihm? Wir kommen gleich auf einen Text aus dem 7. Kapitel über die Pädagogik. Wunderbarer Text. Und dann unterscheiden, was zeigt sich, was tut sich. Genau dieses aufmerksame Hinschauen. Wenn Sie so wollen, auf der Metaebene, der theologischen Ebene, lädt uns Papst Franziskus ein, neben der objektiven Normenordnung, die unbedingt notwendig ist, auch die subjektive Wegsituation der Einzelnen zu betrachten. Und es war in der Kirchengeschichte immer so ein Balanceakt. Die subjektiven Lebensbedingungen und die objektive Norm miteinander im Dialog zu halten. Ja. Accogliere, accompagnare, integrare, discernere. Und er sagt, es geht weder um Laxismus noch um Rigorismus. Der Rigorismus, der sich abschottet und im Grunde nicht hinschaut, sondern alles schon fertig beurteilt. Und der Laxismus, der alles laufen lässt. Beides ist keine Lösung. Wenn Sie noch von der Nummer 37 die zweite Hälfte des Textes nehmen, Nummer 37, zweite Hälfte des Textes, wir tun uns ebenfalls schwer, dem Gewissen der Gläubigen Raum zu geben, die oftmals inmitten ihrer Begrenzungen, so gut es ihnen möglich ist, dem Evangelium entsprechen und ihr persönliches Unterscheidungsvermögen angesichts von Situationen entwickeln, in denen alle Schemata auseinanderbrechen. Wir sind berufen, die Gewissen zu bilden, nicht aber dazu, den Anspruch zu erheben, sie zu ersetzen. Man spürt bei Papst Franziskus eine tiefe Ehrfurcht vor den heroischen Lebensbedingungen der Armen. Nehmen Sie die Nummer 57. Das ist für mich so eine Schlüsselstelle, wo man sieht, was der emotionale,
Nein, der Erfahrungshintergrund von Papst Franziskus ist, wenn man sehr viel mit sehr armen Familien, sehr armen Lebenssituationen zu tun hat, bekommt man wahrscheinlich mehr ein Auge dafür, was es an Heroismus erfordert, unter solchen Lebensbedingungen eine Beziehung zu leben, Kinder zu erziehen. Da sagt er in der Nummer 57, ich danke Gott, Entschuldigung, jetzt habe ich die falsche Nummer erwischt, das war 49. 49. 57 ist ein Lob auf die Familien. Das muss man auch lesen, aber das lesen Sie auch zu Hause. Die Nummer 57 ist einfach ein Lob, ein Dank an die Familien. In der Nummer 300 irgendwas gegen Ende sagt, hat er die schöne Formulierung 321, sagt er, die Familie ist das nächstgelegene Krankenhaus. Das ist eine wunderbare Metapher. Familie ist das nächstgelegene Krankenhaus. Ich denke immer, was hat meine Mutter gemacht, wie wir geflüchtet sind? Ich als Baby mit ihr, mein älterer Bruder 2,5 Jahre alt. Wo ist sie hin? Von Nordböhmen. Ja? Dort, wo die nächsten Verwandten in Grenznähe waren. Die Familie ist das nächstgelegene Krankenhaus. Ja. Und das ist die unvergleichliche Kraft der Familie. In der Nummer 49. Ich möchte die Situation der im Elend versunkenen und auf vielfältige Weise heimgesuchten Familien hervorheben, wo die Grenzsituationen des Lebens besonders schmerzlich erlebt werden. Wenn alle Schwierigkeiten haben, so gestalten sich diese in einem sehr armen Haushalt viel härter. Wenn zum Beispiel eine Frau ihr Kind allein aufziehen muss, wegen einer Trennung oder aus anderen Gründen und dabei arbeiten muss, ohne die Möglichkeit zu haben, das Kind bei anderen Menschen zu lassen, wächst es in einer Verlassenheit auf, die es aller Art von Risiken aussetzt und seine persönliche Reifung bleibt gefährdet. In den schwierigen Situationen, welche die am meisten Bedürftigen erleben, muss die Kirche besonders achtsam sein. Und jetzt kommen vier Worte. Um zu verstehen, zu trösten, einzubeziehen, integrare. Und sie muss vermeiden, diesen Menschen eine Reihe von Vorschriften aufzuerlegen, als seien sie felsenstark. Damit bewirkt man nämlich im Endeffekt, dass sie sich gerade von der Mutter, Kirche, verurteilt und verlassen fühlen, die berufen ist, ihnen die Barmherzigkeit Gottes nahezubringen. Auf diese Weise möchten einige, anstatt die heilsame Kraft der Gnade und das Licht des Evangeliums anzubieten, dieses indoktrinieren und zu toten Steinen machen, mit denen man die anderen bewerfen kann. Das sind harte Worte. Der Respekt vor der Situation der Armen, das behandelt er ausführlich, die Frage der Flüchtlinge, die Frage der Arbeitslosigkeit, was das für die Familien bedeutet. Hinschauen. Aber ich möchte Ihnen doch von diesem Wegcharakter der Ehe ein paar Gustostückeln geben. 218. 218. Ich möchte betonen, dass die Ehe pastoral vor der Herausforderung steht, zu der Einsicht zu verhelfen, dass die Ehe nicht als ein Fertigprodukt verstanden werden darf. Ist kein Fertigprodukt. Ehe ist ein lebenslanger,
lebenslanger Auftrag. Und da sagt er sehr köstlich in der Nummer 220, ich weiß nicht, ob die Ehepaare hier das bestätigen können, in der Nummer 220 beschreibt er das sehr realistisch. Zum Weg gehört es, verschiedene Phasen zu durchlaufen, die zu einer großherzigen Selbsthingabe einladen. Und dann beschreibt er so die Etappen vom ersten Eindruck, der durch eine starke gefühlsmäßige Anziehung gekennzeichnet ist, kommt man dahin, des anderen zu bedürfen und dies als Teil des eigenen Lebens zu empfinden. Von da aus gelangt man zum Gefallen am wechselseitigen Zugehören, danach zum Verständnis des gesamten Lebens als eines Vorhabens beider, zur Fähigkeit, das Glück des anderen über die eigenen Bedürfnisse zu stellen und zur Freude darüber, die eigene Ehe als ein Gut für die Gesellschaft zu sehen. Und dann sagt er etwas Überraschendes, die Reifung der Liebe schließt auch ein, verhandeln zu lernen. Verhandeln zu lernen. Das ist keine eigennützige Haltung oder ein geschäftsmäßiges Spiel, sondern letztlich eine Übung der gegenseitigen Liebe. Denn dieses Handeln ist eine Verflechtung wechselseitiger Geschenke und Verzichte zum Wohl der Familie. In jeder neuen Phase des Ehelebens muss man sich zusammensetzen, um wieder Vereinbarungen auszuhandeln. Sodass es nicht Gewinner und Verlierer gibt, sondern beide gewinnen. Das ist jetzt ein Ideal, das er da beschreibt. Im häuslichen Kreis werden die Entscheidungen nicht unilateral getroffen und beide Ehepartner teilen die Verantwortung für die Familie. Doch jede Hausgemeinschaft ist einmalig und jede eheliche Synthese ist anders. Wir werden gleich von diesem ist anders einen Schritt in das berühmte achte Kapitel machen. Heinz Fischer und seine Frau haben mir bei einem Abendessen bei ihnen zu Hause, nur zu dritt, sie hat gekocht, er hat aufgedeckt und ich habe gegessen, haben sie mir etwas erzählt, was mich sehr beeindruckt hat, wie sie das machen, wenn sie Konflikte haben. Sie haben sich in einem langen Eheleben angewöhnt, dass der, dem es leichter fällt, nachgibt. Ja. Dann habe ich sie gefragt, und wie finden Sie heraus, wem es leichter fällt, jetzt in dieser Situation nachzugeben? Haben sie gemeint, das spüren wir. Ja. Aushandeln, sich zusammensetzen, verhandeln. Ja, und deshalb sagt er in der Nummer 221, die Ehe, die Liebe in der Ehe, die Liebe überhaupt, ist ein Handwerk. L'amore è artigianale. Ist handwerklich, ist kein Fertigprodukt, kann nicht in Serie oder von der Stange gekauft werden. Ja, jetzt mache ich einen großen Sprung und lade Sie ein, ins achte Kapitel zu gehen. Was aber, wenn das alles nicht hilft, wenn auch das Verhandeln nicht mehr geht? Wenn das Handwerk sozusagen am Ende ist? Ab der Nummer 291. Die Synodenväter haben zum Ausdruck gebracht, dass die Kirche, obwohl sie der Überzeugung ist, dass jeder Bruch des Ehebandes Gottes Willen zuwiderläuft, sich auch der Schwäche vieler ihrer Kinder bewusst ist. Und weiter unten sagt er, auch wenn die Kirche sich stets die Vollkommenheit vor Augen stellt und zu einer immer vollendeten Antwort auf Gott einlädt, muss die Kirche ihre schwächsten Kinder, die unter verletzter und verlorener Liebe leiden, aufmerksam und fürsorglich begleiten. Und ganz unten sagt er,
Vergessen wir nicht, die Aufgabe der Kirche ist oftmals die eines Feldlazarettes. Er hat dieses Bild ja öfters gebraucht und gesagt, wenn jemand schwer verletzt ist, dann fragt man nicht, wie steht es ums Cholesterin, sondern man verbindet zuerst die großen Wunden, behandelt sie. Um das geht es im 8. Kapitel. Und ich lade Sie gleich ein, den zentralen Text der Nummer 300 aufzuschlagen. Wir könnten natürlich hier sehr vieles lesen, aber die Nummer 300, das ist die Stelle, wie ich diese Stelle gelesen habe, habe ich aufgeatmet. Ich sage gleich, warum. Wenn man die zahllosen Unterschiede der konkreten Situationen, wie jene, die wir vorhin erwähnten, berücksichtigt, kann man verstehen, dass man von der Synode oder von diesem Schreiben keine neue, auf alle Fälle anzuwendende generelle gesetzliche Regelung kanonischer Art erwarten durfte. Wie ich diesen Satz gelesen habe, habe ich aufgeatmet. Ich hatte wirklich die Sorge, dass die Tendenz sich durchsetzt, die durchaus auch unter Bischöfen vertreten wurde, es muss eine generelle kanonische Regelung für Wiederverheiratete, also für Geschiedene und ihre neuen partnerschaftlichen Situationen geben. Jetzt unabhängig von der Sakramentenfrage, generell. Ja. Das hat der Papst klar zurückgewiesen. Es kann keine Generallösung geben. Wenn Sie zurückschauen auf die Nummer 298, der letzte Satz, 298, da sagt er, die Synodenväter haben zum Ausdruck gebracht, dass die Hirten in ihrer Urteilsfindung immer angemessen zu unterscheiden haben, mit einem differenzierten Blick für unterschiedliche Situationen. Und dann zitiert der Papst Benedikt, der gesagt hat, wir wissen, dass es keine Patentrezepte gibt. In den vielen Jahren der Diskussionen, auch hier in unserer Diözese, wo gefordert wurde, es muss doch eine Regel geben für neue Partnerschaften, habe ich immer gesagt, es gibt kein Patentrezept. Bin sehr bestärkt durch Papst Benedikt und auch durch die Äußerung von Papst Franziskus. Es gibt kein Patentrezept, weil die Situationen zu verschieden sind. Und deshalb sagt der Papst, und das ist der nächste Satz, es ist nur möglich, eine neue Ermutigung auszudrücken zu einer verantwortungsvollen, persönlichen und pastoralen Unterscheidung der je spezifischen Fälle. Dieser Satz hat mich sehr gefreut, er hat auch viele sehr besorgt. Und ich verstehe diese Sorgen, und der Papst sagt etwas weiter unten auch, er versteht diese Sorge. Ist das nicht eine Überforderung? Wer kann unterscheiden und sagen, diese Situation ist sozusagen in Ordnung oder und diese ist nicht in Ordnung? Wenn einmal eine Ehe gescheitert ist und eine neue Beziehung da ist, wie den Weg der Unterscheidung gehen? Ist das nicht eine Überforderung? Wer macht das? Machen das die Partner selber? Machen das irgendwie ausgewiesene Priester oder der Bischof? Wie soll das praktisch funktionieren? Ich denke,
Der entscheidende Punkt ist hier, die Herausforderung genauer hinzuschauen. Papst Johannes Paul II., der heilige Papst Johannes Paul, hat in Familiaris Consortio, hier sitzen viele aus Familienorganisationen, Sie kennen dieses Dokument, berühmte Vorgängerdokument zu diesem über Ehe- und Familienpastoral. Und in der Nummer 84 hatte Papst Johannes Paul gesagt, zitiert er auch, die Hirten sind aus Liebe zur Wahrheit verpflichtet, die Situationen zu unterscheiden. Aus Liebe zur Wahrheit verpflichtet, die Situationen zu unterscheiden. Dann nennt er drei Situationen. Die erste Situation ist die Situation von jemand, der unschuldig verlassen wird und jetzt mit dieser Situation fertig werden muss. Die zweite Situation ist, wenn jemand mutwillig eine bestehende, gültige Ehe zerbricht. Und die dritte Situation, die er anspricht, ist die von Wiederverheirateten, die in einer neuen Partnerschaft leben und die, wie er sagt, deren Ehe unwiderruflich zerrüttet und zerbrochen ist und die im Gewissen überzeugt sind, dass ihre Ehe nicht gültig war. Der Papst lässt das so stehen, Papst Johannes Paul, und das, was, glaube ich, jetzt die Aufgabe ist, ist einmal zuerst zu fragen, was heißt das auch in der moralischen Bewertung von Situationen? Es ist ein Unterschied, ob eine Mutter oder auch ein Vater, die alleine übrig bleiben mit Kindern und einfach sagen, ich schaffe das nicht. Das ist, es gibt heroische Personen in solchen Situationen. Ich zähle meine Mutter dazu, die mit 4 Kindern alleinerziehend dagestanden ist und nicht wieder geheiratet hat. Aber ich glaube, wir Kinder hätten großes Verständnis gehabt, wenn sie wieder geheiratet hätte, auch wenn es uns schwer gefallen wäre, weil wir einfach gesehen haben, was das für eine Schinderei ist, 4 Kinder zu erziehen, alleinerziehend, auch alleinverdienend. Ja. Es ist moralisch eine andere Situation, wenn so jemand einen Partner findet, der bereit ist, diese Frau mit 4 Kindern zu nehmen und mit ihr einen Weg zu gehen. Als wenn jemand eine intakte Familie oder eine Familie verlässt und damit die Beziehung bricht, ist eine andere Situation. Oder noch einmal der dritte Fall, der ja auch vorkommt. Und nun führt Papst Franziskus etwas ein, was mir in der klassischen Ehelehre oder überhaupt in der klassischen Moral ganz vertraut ist, aber in der Diskussion um Wiederverheiratete etc. viel zu kurz gekommen ist. Wenn Sie die Nummer 300 noch offen haben, da sagt er dann weiter. Und da der Grad der Verantwortung nicht in allen Fällen gleich ist, müsste diese Unterscheidung anerkennen, dass die Konsequenzen oder Wirkung einer Norm nicht notwendig immer dieselben sein müssen. Wenn Sie zufällig das heutige Tagesevangelium gelesen haben, gehört haben, ich habe heute früh darüber gepredigt, da sagt Jesus in einer etwas deftigen Sprache, der Knecht, der um den Willen seines Herrn weiß, aber ihn vernachlässigt, der bekommt viele Schläge.
Und dann sagt er aber der Knecht, der nicht um den Willen seines Herrn gewusst hat, aber trotzdem Fehler macht, bekommt wenige Schläge. Also Schläge kriegt man auf jeden Fall. Aber ich fand das sehr spannend, auch im Blick auf unseren heutigen Abend, dass Jesus selber unterscheidet. Der eine Knecht, der gar nicht gewusst hat, was sein Herr will, dessen Fehler ist natürlich moralisch anders zu bewerten, als der Fehler dessen, der genau gewusst hat, was der Herr, sein Chef, will, aber es nicht getan hat. Diese Unterscheidung der Anrechenbarkeit spielt eine wichtige Rolle in diesem Dokument. Und wir haben es sehr oft damit zu tun, dass heute Menschen ganz verwundert sind, wenn man ihnen sagt, Moment, aber eure Lebenssituation ist eigentlich irregulär. Ich nenne ein Beispiel, ein köstliches, also in einem Pfarrgemeinderat, ja, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, stellvertretende Vorsitzende, sagt mir ganz empört, also dass man mit den Wiederverheirateten so ungerecht umgeht in der Kirche. Und dann komme ich im Gespräch drauf, dass er geschieden ist, aber unverheiratet mit seiner Partnerin lebt. Und da bin ich drauf gekommen, dass er das überhaupt nicht als Problem empfindet. Und er war völlig verwundert, wie ich ihm gesagt habe, Moment, wenn Sie Ihre Frau, Ihre Partnerin jetzt heiraten würden, wäre das eigentlich ein Schritt in die gute Richtung. Denn Sie würden sich öffentlich zu ihr bekennen, Sie würden öffentliche Verantwortung übernehmen und jetzt leben Sie da so mit Ihrer Partnerin. Das hat mir gezeigt, wie sehr das, was Papst Franziskus hier sagt, zutrifft, die Anrechenbarkeit. Der war bona fide, der war besten Glaubens, stellvertretende Vorsitzende eines Pfarrgemeinderates. Wenn ich dem natürlich jetzt mit dem Stellwagen ins Gesicht fahre und ihm sage, das ist aber die katholische Lehre, dann werde ich wahrscheinlich nicht sehr viel weiterkommen. Aber ganz verzichten darauf kann ich nicht. Ihm zu sagen, Moment, lieber Freund, und da haben wir etwas in der Kirche zu lernen, dass manchmal eine Wiederverheiratung eine bessere, moralisch gesehen bessere Situation ist, als ein einfaches Zusammenleben, wo man sich für den Partner eigentlich nicht verbindlich engagiert. Aber davon sind wir leider recht weit entfernt, weil wir uns alle blockiert haben, vor allem unsere Generation, ich spreche hier also die Jugend, hier, die hier versammelte Jugend an, meine Generation, sagen wir mal. Wir haben uns so fokussiert auf die Frage, dürfen Sie oder dürfen Sie nicht zur Kommunion gehen? Statt hinzuschauen, Moment, wie ist die reale Situation? Was gibt es an Positiven in dieser Partnerschaft? Und da bin ich schon ein bisschen stolz, weil was jetzt im Weiteren kommt, stammt schon zum Teil aus Wien. Ja. Das sind unsere 5 Aufmerksamkeiten, die Sie alle, die mit Ehepastoral in der Diözese zu tun haben, kennen das. Die 5 Aufmerksamkeiten. Weiter sagt er im Text, die Priester haben die Aufgabe, die betroffenen Menschen entsprechend der Lehre der Kirche und den Richtlinien des Bischofs auf dem Weg der Unterscheidung zu begleiten. In diesem Prozess wird es hilfreich sein, und jetzt kommen Elemente aus unseren 5 Aufmerksamkeiten. Das kommt aus dem 1:1 aus dem deutschen Zirkulus der Synode. Also der Herr Lesacher hat Unrecht gehabt. Ich habe keinen entscheidenden Einfluss auf die Synode gehabt, aber unser deutscher Zirkel hat diesen Text redigiert.
Ja, und den hat die Synodenredaktion übernommen. Ja. Und da ist schon auch eingeflossen unsere Erfahrung, die, ich glaube, sich einfach bewährt hat über jetzt 15 Jahre mit den 5 Aufmerksamkeiten. Was sind die Kriterien der Begleitung? In diesem Prozess wird es hilfreich sein, durch Momente des Nachdenkens und der Reue eine Erforschung des Gewissens vorzunehmen. Die Wiederverheirateten geschieden sollen sich fragen, wie sie sich ihren Kindern gegenüber verhalten haben, seit ihre eheliche Verbindung in die Krise geriet, ob es Versöhnungsversuche gegeben hat, wie die Lage des verlassenen Partners ist, welche Folgen die neue Beziehung auf den Rest der Familie und die Gemeinschaft der Gläubigen hat, die Gemeinde, die Pfarre zum Beispiel, welches Beispiel sie den jungen Menschen geben, die sich auf die Ehe vorbereiten. Ein ernsthaftes Nachdenken kann das Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes stärken, die niemandem verwehrt wird. Und wenn Sie jetzt zurückschlagen auf die Nummer 245, wir kommen jetzt schon bald zum Ende, da haben wir aus einer Katechese von Papst Franziskus eine der 5 Aufmerksamkeiten, die erste, von ihm wunderbar entfaltet, also eindrücklich entfaltet. Die Synodenväter, 245, die Synodenväter haben auf die Folge der Trennung oder der Scheidung für die Kinder hervorgehoben, die in jedem Fall unschuldige Opfer der Situation sind. Über allen Erwägungen, die man anstellen mag, sind sie die erste Sorge, die durch keinerlei andere Interessen und Ziele getrübt werden darf. Die getrennten Eltern bitte ich. Und jetzt dieses wirklich bewegende Wort aus einer seiner Katechesen. Ihr dürft das Kind nie, nie, nie als Geißel nehmen. Aufgrund vieler Schwierigkeiten und aus vielerlei Gründen habt ihr euch getrennt. Das ist Papst Franziskus, voller Verständnis. Er urteilt nicht. Er urteilt nicht. Aus vielerlei Schwierigkeiten und vielerlei Gründen habt ihr euch getrennt. Das Leben hat euch diese Prüfung auferlegt. Das ist ein anderer Ton, über diese Situationen zu sprechen. Nicht verurteilend. Das Leben hat euch diese Prüfung auferlegt. Aber die Kinder dürfen nicht die Last dieser Trennung tragen. Sie dürfen nicht als Geißel gegen den anderen Ehepartner benutzt werden. Während sie aufwachsen, müssen sie hören, dass die Mutter gut über den Vater spricht, auch wenn sie nicht zusammen sind. Und dass der Vater gut über die Mutter spricht. Es ist unverantwortlich, das Bild des Vaters oder der Mutter zu schädigen, mit dem Ziel, die Zuneigung des Kindes zu monopolisieren, um sich zu rächen oder um sich zu verteidigen. Denn das verletzt das Innenleben dieses Kindes und wird Wunden hervorrufen, die schwer zu heilen sind. Ich denke, in diesem Abschnitt spürt man die ganze pastorale Sensibilität von Papst Franziskus. Wir müssen zu Ende kommen. Ich habe Sie schon viel zu lange hier festgehalten. Wo steht jetzt die berühmte Stelle über die Sakramente? Die steht in einer Fußnote in der Nummer 305. Papst Franziskus hatte uns bei der Synode gesagt, der Redaktion, dem Redaktionsteam, wenn ich nicht angehört habe, das nur gehört, er hat gesagt, bitte lasst die Kommunionfrage draußen. Manche haben gesagt, das ist ein typischer Jesuitentrick, ja, vom hinten durch die Brust ins Auge, so hinterrücks. Ja. Er hat das ganz bewusst gemacht. Er hat mir einmal gesagt, questo è una trappola. Dieses Thema ist eine Falle.
Man konzentriert sich nur auf die Frage, dürfen Sie oder dürfen Sie nicht? Und nicht auf die Frage, wo stehen Sie? Wie ist Ihre Situation? Genau hinschauen. Und das versucht er in der Nummer 305 zu sagen, und mit der schließen wir dann. Daher darf ein Hirte sich nicht damit zufrieden geben, gegenüber denen, die in irregulären Situationen leben. Er spricht von irregulären Situationen immer unter Anführungszeichen. Ja. Weil er sagt, im Grunde, es gibt keine ideale Familie. Es gibt nur reale Familien. Ja. Und reale Familien haben immer auch irgendwo irgendeine Irregularität. Ja. Und werden es nur unsere Stärken und Schwächen, die vielleicht nicht immer zusammenpassen. Nur moralische Gesetze anzuwenden, als seien es Felsblöcke, die man auf das Leben von Menschen wirft, das ist der Fall von verschlossenen Herzen, die sich sogar hinter der Lehre der Kirche zu verstecken pflegen, um sich auf den Stuhl des Mose zu setzen, und manchmal von oben herab und mit Oberflächlichkeit über die schwierigen Fälle und die verletzten Familien zu richten. Die verletzten Familien zu richten. Auf derselben Linie äußert sich auch die Internationale Theologische Kommission. Das Sittengesetz sollte also nicht vorgestellt werden als eine schon bestehende Gesamtheit aus Regeln, die sich a priori dem sittlichen Subjekt auferlegen, sondern es ist eine objektive Inspirationsquelle für sein höchstpersonales Vorgehen der Entscheidungsfindung. Und dann sagt er, aufgrund der Bedingtheiten oder mildernden Faktoren, ist es möglich, dass man mitten in einer objektiven Situation der Sünde, die nicht subjektiv schuldhaft ist oder es zumindest nicht völlig ist, in der Gnade Gottes leben kann. Objektive Situation, wenn wirklich eine gültige bestehende Ehe zerbrochen ist und eine neue Partnerschaft eingegangen wird, sagt er, objektiv gesehen ist das eine sündige Situation. Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, sagt Jesus in aller Klarheit. Ja. Aber die Situation kann subjektiv nicht schuldhaft oder zumindest nicht völlig schuldhaft sein. Das ist der Fall, den ich vorhin genannt habe, von einem stellvertretenden Vorsitzenden, Pfarrgemeinderat, der ganz bona fide guten Glaubens der Überzeugung war, dass er in einer ordentlichen Situation lebt. Also den kann man nicht subjektiv für schuldhaft bezeichnen. In der Gnade leben können, dass man lieben kann und dass man auch im Leben der Gnade und der Liebe wachsen kann, wenn man dazu die Hilfe der Kirche bekommt. Auch solche sogenannte irreguläre Situationen können wachsen und reifen, wenn man dazu die Hilfe der Kirche bekommt. Und dann sagt er in der Nummer 355, in gewissen Fällen auch die Hilfe der Sakramente, durch die Hilfe der Sakramente. In gewissen Fällen. Ihr habt eine andere Nummerierung. Fußnote 351. Aha, bei mir ist es die Nummer 355. Ja. In der Herder-Ausgabe. Ja. Vielleicht, weil ich da dazu die Einleitung geschrieben habe. Ja. In gewissen Fällen könnte es auch die Hilfe der Sakramente sein.
Und dann haben natürlich viele gefragt, ja, was sind diese gewissen Fälle? Ja. Und da sagt der Papst, das ist die Aufgabe der Unterscheidung. Und jetzt könnte man viele Beispiele nennen, wie so eine Unterscheidung aussehen kann. Aber die erste Frage ist nicht, dürfen Sie oder dürfen Sie nicht, generell abstrakt, sondern wie sieht die Situation aus? Die Unterscheidung muss dazu verhelfen, die möglichen Wege der Antwort auf Gott und des Wachstums inmitten der Begrenzung zu finden. In dem Glauben, dass alles weiß oder schwarz ist, versperren wir manchmal den Weg der Gnade und des Wachstums und nehmen den Mut für Wege der Heilung, die Gott verherrlichen. Und dann sagt er dieses wunderschöne Wort, und damit möchte ich schließen, aus Evangelii Gaudium. Erinnern wir uns daran, dass ein kleiner Schritt inmitten großer menschlicher Begrenzungen Gott wohlgefälliger sein kann, als das äußerlich korrekte Leben dessen, der seine Tage verbringt, ohne nennenswerte Schwierigkeiten zu stoßen. Am Schluss von 305, im Text, Schluss von 305. Die konkrete Seelsorge der Amtsträger und der Gemeinden muss diese Wirklichkeit mit einbeziehen. Meine Damen und Herren, ich war jetzt etwas zu lang, aber ich glaube, hier ist noch viel an Aufgaben für die Ehepastoral, alles, was über die Ehevorbereitung, Ehebegleitung gesagt ist. Ich schließe mit dem Wort, das der Papst uns bei den beiden Synoden gesagt hat. Eine große Ermutigung zur Ehe und zur Familie, das ist das Anliegen. Aber auch ein liebevoller, aufmerksamer Blick auf die konkreten Situationen, so wie Menschen sich bemühen, ihr Leben zu gestalten. Und oft auch in schwierigen Situationen, trotz aller Irregularitäten, im Vertrauen auf die Gnade Gottes leben. Danke für Ihre lange Geduld. Ja, sehr geehrter Herr Kardinal, vielen Dank. Sie haben uns die Schönheit der Sprache dieses Dokumentes aufgezeigt. Sie haben uns in die spirituelle und pastorale Tiefe dieses Dokumentes geführt und am Schluss auch, wenn man so will, den springenden Punkt gezeigt. Wir haben jetzt etwa, sagen wir, 15 Minuten Zeit für Fragen. Ich bitte Sie wirklich sehr präzise zu fragen, nicht Co-Referate zu halten, die haben wir definitiv jetzt dafür keine Zeit. Manfred Zeller wird durchgehen und wir sammeln immer drei Fragen zusammen. In Erinnerung, die fünf Aufmerksamkeiten kann ich gerne machen, ja? Ich sage es gleich vorweg, ich lebe genau dort, also ich bin geschieden und wieder verheiratet und hatte das Bedürfnis, mit einem Priester darüber zu reden, der nicht diese Einsicht hatte. Und jetzt frage ich, wer entscheidet dann schlussendlich, welche Situation zu klären ist und wie zu klären ist? Ich lese in einer Zeitung, dass es 47 Theologen gibt. Einer davon ist aus dem
internationalen Institut für Theologie in Tumau, die einen Brief geschrieben haben an alle Kardinäle, dass die Kardinäle reagieren sollen auf dieses Schreiben des Papstes, weil Gefahr für Glauben und Moral ausgeht. Mich würde interessieren, wie ist die Position der Kardinäle, beziehungsweise gibt es da eine Antwort an diese Protestverfasser? Ja, bitte auch solche Proteste oder sagen wir es, solche Sorgen ernst zu nehmen. Ja. Wir sind hier nicht sozusagen in einem Kampffeld, wir sind auch nicht auf einer Spielwiese, sondern wir sind mitten im Leben und es geht um ganz entscheidende Lebensfragen. Ja. Und ich würde nie mehr erlauben, denen, die hier ihre Sorgen geäußert haben, den Ernst abzusprechen. Ja. Ich kenne wenige, zwei oder drei der Signatare dieses Schreibens, das von einem Dominikaner verfasst worden ist, einem Mitbruder von mir. Ja, die Kritik am Papst oder an einem päpstlichen Schreiben ist nicht zum ersten Mal. Es hat Kritik an Schreiben vom Papst Johannes Paul gegeben, in seinem langen Pontifikat. Ich glaube, dass diese Auseinandersetzung ganz, ganz dringend notwendig ist und dass sie gut ist. Ich habe deshalb keine Angst vor theologischen Diskussionen über dieses Dokument. Sie tun gut, sie sind notwendig. Denn wir sind hier auf einem Boden, in dem Fehler sehr gravierend sein können. Wenn ein Ingenieur eine Brücke baut und dort einen Berechnungsfehler macht, dann passiert das wie mit der Reichsbrücke. Ja? Wenn Theologen Fehler machen und diese verbreiten, sind die Folgen nicht so direkt wahrnehmbar. Es ist schon eine sehr ernste Geschichte. Ja? Und über die Lehre Jesu können wir uns nicht hinwegschwindeln. Ja. Und wenn Leute sagen, Moment, was meint der Papst, wenn er sagt, unterscheiden? Ja. Dann erinnere ich daran, aber Ihre Frage war, ob die Kardinäle, ich weiß nicht, Sie haben das vermutlich an alle Kardinäle geschickt, ich habe es auch bekommen, ich weiß nicht, ob andere Kardinäle reagiert haben. Ich habe persönlich mit dem einen Unterschreibenden, den ich kenne, auch gesprochen und wir konnten das sehr gut klären. Ja. Da sind auch zum Teil echte Missverständnisse. Ich bin überzeugt, dieses Dokument ist ganz solide auf katholischer Basis. Ja. Das ist orthodox, das ist rechtgläubig. Ja. Es ist, ja, auch Päpste können natürlich in Fragen, die nicht absolut Lehre und wirklich Kern der Lehre sind, können sie natürlich auch problematische Sichten haben. Gibt es. Ja. Also ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht, ob die Kardinäle geantwortet haben. Aber ich möchte sagen, wie wichtig diese Diskussion ist. Und ich erinnere daran, dass Papst Franziskus selber uns bei der Synode daran erinnert hat, diskutiert es darüber. Ja. Er hat ausdrücklich gesagt, ich wäre beunruhigt, wenn hier alles unter den Teppich gekehrt worden wäre, nur um Frieden zu haben. Ja. Das sind dramatische Fragen, so wie das Leben dramatisch ist. Ja. Und Frage Scheidung oder Nichtscheidung ist eine dramatische Frage. In der Lebensbiografie der Menschen, in der Familie, in ihrem Umfeld, wie der Papst es gesagt hat. Ja. Aber die Frage ist, bleiben wir dabei, die Lehre in Erinnerung zu rufen, ohne hinzuschauen, wie die konkrete Situation ist? Ja. Und wenn wir auf die konkrete Situation hinschauen, wie gehen wir dann
verantwortungsvoll damit um. Ja. Was macht man, wenn man auf einen Priester stößt, der rigoristisch ist? Das gibt es, ja, nicht nur unter den Priestern. Ja. Es gibt aber auch die Laxisten unter uns, die sagen, eh wurscht, ja, das kann es auch nicht sein. Ja. Ein verantwortungsvoller Umgang, das war das Anliegen der 5 Aufmerksamkeiten. Ja. Erstens, wie seid ihr mit den Kindern umgegangen? Zweitens, wie geht es dem übrig gebliebenen Partner? Also Scheidungswitwen und Scheidungswitwer. Ja. Drittens, wie seid ihr mit der Schuldfrage umgegangen? Habt es Bemühen gegeben, um wenigstens Ansätze zur Versöhnung? Ja. Viertens, Vorbildwirkung, wie der Papst es hier formuliert hat, Vorbildwirkung. Was hat das auf die Auswirkungen auf die Familie? Fast jede Scheidung bringt auch Spannungen in die größere Familie, in die Gemeinde, ganz abgesehen auch von wirtschaftlichen Schwierigkeiten etc. Und fünftens, die entscheidende 5. Aufmerksamkeit, die nur die Betroffenen persönlich beantworten kann: Wie steht ihr im Gewissen vor Gott? Und das aber in einer liebevollen Begleitung und in einem aufmerksamen Hinschauen. Und dann, eben doch auch in der Frage der Sakramente, die nicht die einzige Frage sind, aber die auch eine wichtige, natürlich eine wichtige Frage ist. Wo steht ihr? Ja. Ich könnte jetzt einzelne Beispiele nennen, wo ich selber auch als Priester, als Bischof gesagt habe, eure Situation ist so, dass ich glaube, es ist verantwortbar, dass ihr auch am sakramentalen Leben der Kirche teilnehmt. Ja. Und unterscheiden und jetzt vor kurzem, in einem kurzen Gespräch mit dem Heiligen Vater, hat er nochmal gesagt, das Unterscheiden haben wir zu wenig gelernt, die geistliche Unterscheidung. Ja. Ist das jetzt Laxismus oder ist das Rigorismus? Genauer hinschauen. Ich weiß, das ist nicht einfach, es wird den Priester geben, der sagt, aus Sicherheitsgründen geht nicht. Was macht man dann? Ich sage es ganz ehrlich, was geht zur Kommunion, wenn ich genau diese 5 Punkte meiner Meinung nach positiv beantworten kann? Ja, aber früher war alles einfacher. Nein, früher war gar nicht, es war sicher nicht besser, es war anders. Früher hat man gesagt, das müsst ihr mit eurem Beichtvater besprechen. Ja. Aber wer hat heute schon einen Beichtvater? Ja. Das heißt, einen Seelenarzt. Wenn man natürlich irgendwo hingeht zur Beichte, jemand, der einen kennt. Ja. Ich weiß, was das meiner Mutter geholfen hat in der wirklich dramatischen Situation, die dann zur Scheidung geführt hat, dass sie einen Priester gehabt hat, der sie die Situation gut gekannt hat, dem sie vertrauen konnte und der sie beraten konnte. Ja. Mit dem sie in einem echten Dialog sein konnte. Ja. Und da richte ich natürlich die Frage an uns alle, wie haben wir es mit dem Bußsakrament? Ja. Das verlorene Bußsakrament. Das heißt, ich würde sagen, viel wichtiger, aber mindestens so wichtig wie der Zugang zur Kommunion ist der Zugang zum Bußsakrament. Ja. Nämlich, dass man abladen kann. Ja. Okay, ich war jetzt viel zu lang. Eine kleine Runde geht noch. Nein, bitte nicht. Nein. Amen.
Ja, meine Frage ist, geschieden wieder Verheiratete, da ist meine Frage an Sie, also ich kenne einen Fall, die sind nur standesamtlich verheiratet und sie hat den Segen der Kirchen erbeten wollen, wurde aber abgewiesen und auch in der Beichte halt als kleinen Punkt der Schande bezeichnet. Und ich tue mich irrsinnig schwer, es ist in der Familie der Fall, sie einfach jetzt total zu Gott zu bewegen. Also ich kann es hundertmal versuchen, dass der Priester halt nicht richtig gehandelt hat. Also sie ist nicht kirchlich verheiratet, sie hat sich einen Geschiedenen angenommen. Und die ganze Familie ist einfach, die haben eine Blockade. Das ist meine Frage bitte, wie man sich da verhält. Meine Frage wäre, wo finde ich oder wohin schicke ich jemanden, also wo gibt es aufgeschlossene Priester, die mit dieser Situation so umgehen, dass ich jemanden hinschicken kann? Exzellenz, Sie haben gesagt in Ihrem Vortrag, dass manche in dem guten Glauben leben, dass ihre Ehe eben zerrüttet und deshalb vielleicht nicht gültig war. Dieser Satz kam vor und der würde mich interessieren, wie weit man sozusagen, wenn etwas überhaupt nicht geht zwischen Partnern, auch irgendwo den Schluss ziehen kann, das ist nicht diese fruchtbare Liebe, sondern eine vollkommen zerrüttete, zerstörende Liebe, dass dann die Ehe eben auch nicht ihrem Ziel gerecht wird und deshalb vielleicht auch als ungültig betrachtet werden kann. Ja, das waren jetzt drei Fragen. Ich beginne mit den Priestern. Ich glaube, es gibt gute Priester, es gibt auch Priester, die gut begleiten können, aber natürlich ist die Zahl nicht angemessen gegenüber den Bedürfnissen. Und deshalb, glaube ich, wird in der Zukunft es immer wichtiger, das, was sowieso geschieht, aber dass das bewusster geschieht, dass auch Getaufte, die nicht das Weihesakrament haben, diese Arbeit der geistlichen Unterscheidung machen, ja, der Begleitung, des Beratens. Die Gabe des Rates haben wir alle bei der Firmung bekommen. Ja. Gehört zu den 7 Gaben des Heiligen Geistes. Wie wunderbar ist das, sich mit einem erfahrenen Menschen zu beraten, die Situation zu schildern, miteinander zu beten, versuchen, miteinander auf den Willen Gottes zu hören. Ja. Das wird in Zukunft, und ist im Grunde immer schon auch so gewesen, dass man nicht nur sich mit dem Priester berät, sondern mit erfahrenen Gläubigen, die aus ihrer Lebenserfahrung, aus ihrer Glaubenserfahrung heraus den Rat geben können. Der konkrete Fall, da kann ich schwer was dazu sagen, da müsste man sich genau die Situation anschauen. Ja. Und das Dritte war das anerkennt ja die Kirche auch in ihrer Lehre, dass es die Trennung geben kann. Die Frage ist ja dann nur einer neuen Partnerschaft. Ja. Die Frage, ob eine gründlich zerrüttete, grundlegend zerrüttete, unwiderruflich zerrüttete Beziehung deswegen dann auch eine gültige Ehe ist, ist natürlich eine schwierige Frage. Ja. Papst Franziskus hat ja auch die Nichtigkeitserklärungsverfahren sehr vereinfacht und auch dem Bischof die Möglichkeit gegeben, in evidenten Fällen in einem einfachen Verfahren die Nichtigkeit zu erklären. Ja.
Aber trotzdem muss man sagen, das Nichtigkeitsverfahren ist nicht die einzige Antwort. Ja. Es gibt einfach Situationen von Ehen, die gut begonnen haben, die sicher auch mit der Absicht geschlossen wurden, dass sie gültig geschlossen sind und die trotzdem scheitern. Ja. Da kann ich nur empfehlen, gute Begleitung. Nenne zum Abschluss wenigstens ein Beispiel. Es muss immer konkret sein. Ja. Also hoffentlich wird er dadurch nicht erkennbar, nein, wenn ich das erzähle. Also jemand, der in der Sozialdemokratie in Wien eine ziemlich hohe Position hatte, erste Ehe sakramental, mit 20, glaube ich, haben sie geheiratet, weil die Oma gesagt hat, wenn ihr nicht kirchlich heiratet, kriegt ihr das Erbe nicht. Ja. Also haben sie kirchlich geheiratet, das ist sehr bald auseinandergegangen. Dann gab es, glaube ich, 2 oder 3 zivile Partnerschaften. Und dann so im reifen Alter begegnete er einer gläubigen Frau. Und es beginnt ein Glaubensweg. Es beginnt zum ersten Mal in seinem Leben, wird der Glaube für ihn etwas Reales. Ja. Und er beginnt in der Gemeinde mitzuleben, ganz aktiv und findet dort sein kirchliches Zuhause und sein Glaubenszuhause. Und der Pfarrer hat ihn, also oder die beiden, auch zum sakramentalen Leben zugelassen. Und dann hat er irgendwie doch Bedenken bekommen und hat ihn zu mir geschickt. Ja. Dann habe ich ihm gesagt, du hättest ihn vielleicht zuerst zu mir schicken können, bevor du die Entscheidung getroffen hast. Wir hatten dann ein sehr gutes Gespräch. Ich war wirklich beeindruckt von dem Glaubensweg dieses Mannes. Und ich habe dann dem Pfarrer gesagt, ich glaube, du hast richtig entschieden. Oder ihr habt das gemeinsam. Das ist ja eine gemeinsame Entscheidung. Nicht eine einsame Entscheidung des Pfarrers von oben. Das ist ja auch das Gewissen der Betroffenen. Ja. Ich glaube, du hast richtig entschieden, denn sehr wahrscheinlich war diese erste Ehe gar nicht sakramental gültig. Und er hatte keinen Glauben. Also das, was er jetzt lebt, ist zum ersten Mal im vollen Sinne eine christliche Ehe. Ja. Aber wie Sie sehen, das ist jetzt ein Beispiel unter Millionen oder Tausenden. Man muss immer hinschauen. Aufmerksam, liebevoll, auch nicht einfach die bequemen Lösungen. Ja. Und ich nenne zum Abschluss ein Beispiel, was mich sehr bewegt hat. Ich bin einmal in einer Pfarre ziemlich aggressiv angegangen worden von jemand, der in einer neuen Partnerschaft lebt und sagt, warum ist die Kirche so unbarmherzig mit uns? Und das bewegt uns, natürlich. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, schauen Sie, die Schwierigkeit, die macht uns eigentlich Jesus. Ja. Weil er hat gesagt, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wie ich dieses Wort aus dem Evangelium zitiere, merke ich, dass fast blass wird. Und da habe ich gemerkt, das Wort hat jetzt ihn getroffen. Ja, da ist wirklich etwas kaputt gegangen. Ja. Und vielleicht auch wirklich durch seine Schuld. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Und sicher will Papst Franziskus mit diesem Schreiben sagen, ein Ausschluss kann nicht einfach etwas Absolutes und Endgültiges sein, ohne genau hinzuschauen. Dass man das missbrauchen kann, das wissen wir. Man kann den Rigorismus missbrauchen und den Leuten die Wahrheiten wie Ziegelsteine auf den Kopf werfen. Ja. Oder man kann, ohne hinzuschauen, alles laufen lassen. Auch das kann sehr verletzend sein.
Also im Grunde, einfacher hat es uns nicht gemacht, aber es ist spannend, es ist schön und er ermutigt.